Social Media benutzt, ist schon mal mit Hate Speech konfrontiert worden. Hate Speech kann ganz offensichtlich sein oder auch sehr subtil. Josh ist Sprachwissenschaftler und nutzt maschinelle Methoden, um Hate Speech zu untersuchen, um Worthäufigkeiten zu finden, um Wortneuschöpfungen zu entdecken und bildet daraus sozusagen ein Wörterbuch des Hate Speech mit einem Fokus auf das, was insbesondere in Misskredit zu bringen. Herr Leist, mit mir herzlich willkommen unseren Vortragenden. Ja, vielen Dank, guten Abend. Mein Name ist Josh. Ich bin staatlich bezahlter Wiederkäuer von Propagandaschrott im Bereich Geschwätzwissenschaft. An einem hochkriminellen, brachials durchverblödeten Förderdruck für linksgrün-feministischen Zeitgeist in einer Stadt in Orientalistan. Ich bin Hackersystemling und war lange aktiv im Drecks-Hackernest in der Hauptstadt der Bewegung. Ich befasse mich in meiner Forschung unter anderem mit Sprache in der Politik und Formen der symbolischen Herabsetzung und Ausgrenzung. Und einen Teil der Ausdrücke, die ich hier im Steckbrief verwendet habe, verdanke ich tatsächlich freundlichen Menschen, die meine Forschung per Mail kommentiert haben. Andere habe ich meinen Daten entnommen. Über das Thema Hass im Netz wird natürlich zu Recht viel gesprochen. Ich habe wie viele von uns mit wachsendem Unbehagen seit 2015, aber eigentlich natürlich auch schon vorher, in dieses Internet geschaut. Und für gewöhnlich sind ja doch auch Betroffenheit und Empörung die Modi des Umgangs mit herabwürdigender und ausgrenzender Sprache. Aber ich bin irgendwann dazu übergegangen, das Unbehagen in so eine Art professionelle Neugier umzumünzen. Und ich muss sagen, seitdem geht es mir besser. Ich will versuchen, heute auch nicht nur im Modus von Empörung und Betroffenheit zu sprechen, sondern analytisch und vielleicht auch ein bisschen subversiv. Ich bin nämlich der Meinung, dass die Empörung der Mehrheitsgesellschaft Teil des Resonanzkalküls der neuen Rechten ist und man diesen Resonanzraum eigentlich nicht bieten sollte. Daran schließen sich natürlich auch einige Fragen an, die ich jetzt mal so in einer Art von Gebrauchsanweisung für den Vortrag versuche zu stellen. Die erste Frage ist natürlich, reproduzierst nicht die Wiedergabe von Beleidigung und Hassrede, eben auch eine kritische, wie sie hier intendiert ist, nicht jene Stereotype, die diese Beleidigung überhaupt erst ermöglichen? Die Antwort ist ja. Dennoch hoffe ich, dass sich in der Loslösung von den Schimpfwörtern, von ihren ursprünglichen Kontexten einerseits, aber auch eben in ihrer Verdichtung andererseits die Absurdität des Weltbildes und auch jener Stereotypen zeigen wird, dem sich diese Schimpfwörter letztlich verdanken. Die zweite Frage, die sich stellt, ist, oder man kann zumindest darüber diskutieren, ob man all diese Schimpfwörter auch zeigen muss, ob man die darstellen muss. Ich habe mich dafür entschieden, es zu tun, vor allem, weil eine Präsentation, die darauf verzichtet hätte, so wie hier jetzt beispielsweise, die Dinge beim Namen zu nennen, nahezu unverständlich geblieben wäre, in jedem Fall aber auch an Überzeugung eingebüßt hätte. Gleichzeitig habe ich aber stark herabwürdigende Ausdrücke für Minderheiten erheblich reduziert. Sie ganz wegzulassen, hätte aber natürlich auch wiederum bedeutet, einen wesentlichen Teil der Ideologie der neuen Rechten unsichtbar zu machen und damit auch zu verharmlosen. Also auch das schien mir dann nicht vollständig angebracht. Dann eine dritte Frage, die, glaube ich, ganz wichtig ist, darf man lachen? Mitunter wird sich nicht verhindern lassen, denn die Bemühungen der neuen Rechten zur Verunglimpfung von Staat, Gesellschaft, Minderheiten und einzelnen Menschen sind natürlich auch oft unfreiwillig komisch. Zugleich kann Lachen natürlich auch ein Weg sein, dieses Resonanzkalkül der neuen Rechten zu unterlaufen. Dennoch sollten wir nie vergessen, dass das sprachliche Material, das ich hier im Vortrag ausbreiten werde, natürlich Teil einer grundrechtsfeindlichen Ideologie ist, die reale Konsequenzen hat. Welche Daten habe ich nun benutzt, um die Sprache der neuen Rechten zu messen? Für die Beantwortung der Frage ist natürlich erstmal wichtig zu sagen, was sind eigentlich oder wer sind eigentlich die neuen Rechten? Ich habe sozusagen bei der Formulierung des Vortrags und auch bei der Namensgebung bewusst im Titel darauf verzichtet, neue Rechte groß zu schreiben. Ich habe es bewusst klein geschrieben, weil ich eben nicht auf den wissenschaftlichen Terminus neue Rechte referieren wollte. Da wird beispielsweise unter neue Rechte eben verstanden, eine sich seit den 1960er Jahren formierende politische Strömung,
die sozusagen als intellektueller Rechtsextremismus gilt oder eben als Scharnier zwischen Neokonservatismus und Rechtsextremismus. Ich habe auch absichtlich auf Begriffe wie Rechtsextremismus oder Rechtspopulismus verzichtet, weil ich glaube, dass eine solche Differenzierung dem Netzdiskurs eigentlich nicht gerecht wird. Unter Neuer Rechter verstehe ich jetzt hier eine Diskursformation von Topoi, also von wiederkehrenden und aufeinander verweisenden Aussagen. Und diese immer wiederkehrenden Aussagen, das sind eben fremdenfeindliche Topoi, das sind biologistisch bedingte soziale Ungleichheit, das ist Islamfeindlichkeit, Elitenfeindlichkeit, Antifeminismus und pauschale Ablehnung traditioneller Massenmedien. Vieles davon ist natürlich nicht neu an dieser neuen Rechten. Neu ist an dieser Diskursformation ist aber schon die Breite ihrer Basis und ihre Reichweite, die sich seit 2015 erheblich vergrößert hat. Gleichzeitig wollte ich natürlich nicht nur meinen eigenen Blick spielen lassen, um bei der Materialzusammenstellung. Ich habe bei der Zusammenstellung auf die Innensicht der an dieser Diskursformation beteiligten Akteure habe ich mich leiten lassen. 2017 wurde eine Hitparade der APO-Blogs auf einem rechten Blog veröffentlicht. Da findet sich witzigerweise auch der Postillon, den habe ich aber ausgelassen, weil der natürlich nicht dazu zählt. Die Statistik beruht auf Zahlen der vom Web-Tracker Schurli, glaube ich, spricht man das aus, erhoben wurde. Und von diesen Blogs und Newsseiten, die ihr hier seht, habe ich die gelb unterlegten gescrapt, mitsamt der Kommentare. Das geht so bis da unten sind noch ein paar. Allerdings gab es auch noch andere, die hier noch nicht aufgetaucht sind, beispielsweise das Blog von Akif Pirinci, das jetzt für meine Zwecke sehr ergiebig ist, oder Anonymous News oder das Kompaktmagazin, die Webseiten. Die sind auch drin. Insgesamt habe ich also 29 verschiedene Sites, die dort publizierten Texte und Kommentare gescrapt. Wie bin ich bei einer Analyse vorgegangen? Natürlich automatische Erkennung von Schimpfwörtern ist schwierig, denn im Prinzip kann jedes Wort ein Schimpfwort sein. Es hängt natürlich vom Kontext ab. Aber gleichzeitig gibt es doch natürlich Tendenzen, wo relativ klar wird, dass nur schwer andere Verwendungskontexte vorstellbar sind als ja, hassgeladene oder herabwürdigende. Ich habe die Texte der Neuen Rechten mit Texten von traditionellen Massenmedien verglichen, wie Spiegel und Zeit Online, und mit ideologisch diversen Diskussionsforen und berechnet, welche Wörter für welche der beiden Corpora, also Textsammlungen, statistisch signifikant sind. Man bekommt dann sozusagen zwei Wortlisten, wovon die eine nicht so wahnsinnig interessant ist. Die Wortliste zu den neurechten Medien ist dann interessant. Und natürlich sind nicht alle der dann immer noch mehreren hunderttausend Wörter, die für diese Texte der Neuen Rechten typisch sind, beziehungsweise nur in denen vorkommen, Schimpfwörter. Um diese aufzuspüren, habe ich dann die Wörter morphologisch geparst und mir besonders häufig vorkommende Wortbestandteile daraufhin angeschaut, ob sie einen invektiven Charakter haben können. Jetzt hier im Beispiel sind das Wörter wie Raute. Ja, wir haben zum Beispiel Rautenpest oder Rautenheilige. Wir haben das Wort gut zum Beispiel auch. Ne? Ich mache mal die Raute wieder aus. Da sieht man, das gibt eine ganze Reihe von Wörtern mit gut, blöd, gut hieß, bio, gute. Wir haben natürlich auch ein paar Lexeme, die Klima enthalten, Klimakirche, Klimakultbewegung. Aber es sind nicht nur sozusagen lexikalische Morpheme, also Wortbestandteile, die auch alleine stehen können, sondern oft sind es eben auch Endungen. Wir haben zum Beispiel die Endung Ien, die uns sehr häufig begegnet, wie Merkelstanien, Klein-Erdoganien, Islamo-Afrikanien oder auch Istan. Moment, so, das uns hier in sexualisierten Ausdrücken wie Perversistan, Verfick-Dichtistan oder Gangbangistan begegnen. Auf Basis dieser Untersuchung ist es dann möglich, erstmal eine Reihe von typischen Strategien bei der Herausbildung des invektiven Wortschatzes zu identifizieren. Das erste Wortbildungsmittel, das ich vorstellen möchte, ist die Verwendung von Anführungszeichen. Also was ganz Einfaches. Anführungszeichen signalisieren, ja, zumindest in unseren häufigen Verwendungen, ihr kennt auch die Luft-Anführungszeichen, eine Distanzierung von Form oder Inhalt von Wörtern durch metasprachliche Markierung. Dem Beispiel hier wird beispielsweise in Bezug auf Claudia Roth behauptet, sie sei eine eingebildete Trude, wobei der Schreiber die Verwendung des Wortbestandteils gebildet
im vorliegenden Kontext offenbar für unangemessen hält. Ein weiteres Beispiel ist die graphematische Infragestellung des C für christlich im Akronym CDU. Häufig findet man auch eine zusätzliche Hinterfragung des D und damit auch des demokratischen Charakters der CDU. Und es gibt auch so ein paar Experten, die sogar sagen, es ist keine Union und die machen dann alles, in Anführungszeichen. Gibt es tatsächlich mehrere Belege im Korpus dafür. Ein zweites graphematisches Wortbildungsmittel ist die Markierung subversiver Lesarten durch Großschreibung von Buchstaben oder Wortbestandteilen. Hier beispielsweise Regierung, in dem die neue das Morphem Gier zu finden glaubt. Findige Rechte verbinden mit dem Wort Alimentsempfänger auch einen stereotypen türkischen Vornamen. Oder finden im Wort Gehirnprothese Claudia Roth oder im Wort Yücel Deutschlandhasser, weiß jemand, die CDU. Muss man erstmal drauf kommen. Ja. Das dritte graphematische Wortbildungsmittel sind Auslassungspunkte, Sterne oder Kreuze. Sie dienen entweder dazu, ein Wort tatsächlich zu maskieren, wie im jetzigen Fall, und die Ersetzung der Punkte den Leserinnen zu überlassen. Die Anzahl der Asteriske entspricht dann häufiger der Anzahl der ausgelassenen Buchstaben. Das gleiche Wort findet sich aber auch so, nämlich die Sternchen dienen hier allein dem Schutz, wie mir scheint, gegen automatische Filterung. Sämtliche Buchstaben sind eigentlich vorhanden und das Wort ist bei Weglassung der Asterisken lesbar. Eine dritte Variante des Einsatzes von Asterisken ist natürlich das Gendersternchen, das geradezu obsessiv eingesetzt wird in rechten Kommentarspalten. Hier im Wort Volkskammerpräsident in und Studienabbrecher, Gendersternchen in, Gendergap in, XN, Claudia Fatima Roth. Und eine weitere Variante der Benutzung des Asterisk begegnet uns auch in der graphematischen Repräsentation von Halbmond und Stern in der türkischen Flagge, wie hier in den Akronymen von CDU und CSU. Das letzte graphematische Wortbildungsmittel, das ich vorstellen möchte, ist die Ergänzung von Wörtern mit Klammern mit dem Ziel, das ursprüngliche Wort umzudeuten oder mit einer Konnotation zu versehen. Also hier beispielsweise Staatsgewalt wird dann eben zur Staatsvergewaltigung. Tut mir leid, Claudia Roth wird auch als Claudia Rotz bezeichnet. Die CDU, also sehen wir ein Beispiel, wo die Einschübe länger sind als das ursprüngliche Wort, wird als chaotisch, debile Undemokraten bezeichnet, wobei das chaotisch wir ihnen nicht verzeihen, würde ich sagen. Neue Rechte haben aber auch eine Vorliebe, eben habe ich vorhin schon genannt, für bestimmte Ableitungssuffixe, also Endungen, die in Wortneubildungen die Funktion haben, den beschriebenen Sachverhalt abzuwerten. Wir haben hier das äußerst produktive Land bei Personenbezeichnungen, das uns hier in ganz unterschiedlichen Varianten begegnet, als Spekulant natürlich, aber auch als Grabschiland und Merkels Asylant und so weiter. Weitere Endungen sind natürlich Ling, Ler für Personen oder Ien, Istan für Toponyme und so weiter. Wir werden davon noch einige sehen. Man kann auch sehen, dass einzelne Grundwörter, die eigentlich positiv sind, umsemantisiert werden und eine negative Bedeutung erhalten. Also Goldstücke, Fachkräfte oder eben das Adjektiv gut. Einerseits haben wir bei gut Ableitungen wie Gutling, Gutist, Guti, Gutifand und Gutone. Die negativierende Umsemantisierung der Grundworte wirkt sich aber eigentlich auf das gesamte Wortfeld aus, was man hier mal ein bisschen ausgebreitet sieht, sodass Gutdeutscher, Gutwilliger, Guti statt sich gut fühlen sogar und Gendergute auf diese Weise insgesamt auch zu negativen Bezeichnungen werden. Besondere Beliebtheit erfreut sich auch die sogenannte gegenderte Sprache. Also eigentlich muss man sagen, wird nirgendwo mehr gegendert als in rechten Kommentarspalten. Ja, ist so. Also nirgendwo wird beispielsweise auch die von Lan Hornscheid vorgeschlagene Gender-X-Schreibung konsequenter praktiziert als hier. Also wirklich, könnte sogar noch die Taz davon lernen. Die Sprache der neuen Rechten lebt natürlich auch von der Übertreibung. Also diese Neigung zur rhetorischen Figur der Hyperbel schlägt sich dann eben auch in der Wortbildung nieder, wie wir gleich sehen werden. Ich möchte einige Varianten von Gutmensch zeigen.
Denn neben dem Gutmenschen gibt es natürlich auch den Supergutmenschen und den Super-Duper-Gutmenschen, den Ultra-Gutmensch, den Super-Giga-Besonders-Gutmensch, den Super-Hyper-Extra-Positiv-Gutmensch, den Super-Ultra-Mega-Top-Gutmensch. Und wir machen jetzt den Übergang zum Bessermensch, wie ihr seht, den Gut-Bessermensch. Es gibt dann den Bessermensch. Und ich habe ja gesagt, es wird viel gegendert. Es gibt die Bessermenschin, die Bessermenschin, die Bessermensch-Gender-Stern-In, die Bessermensch-Gender-Gap-In, die Bessermensch-In, Gender-Gap-Innen, Gender-Gap-XE und so weiter. Bessermensch und so weiter. Ja, wir haben dann den Noch-Bessermensch, den Super-Bessermensch, den Herren-Bessermensch, den Welt-Bessermensch. Und wo der Bessermensch ist, ist der Bestmensch nicht weit. Auch der Bestmensch ist natürlich gegendert. Ich lese das jetzt nicht vor. Nochmal gegendert. Und dann haben wir den Supergut-Bestmensch, den Supergut-Best-Grün-Mensch, den Supergut-Best-Übermensch, den Supergut-Best-Übertoleranz-Mensch, den Supergut-Über-Best-Willkommens-Helfer-Mensch. Also ist doch anstrengend. Den super gut über Hochleistungsbestmensch Trademark. Und damit sind wir endlich, endlich am Ziel angekommen. Natürlich ist keine dieser Bezeichnungen positiv gemeint, die sind natürlich alle negativ gemeint. Oft verfremden neue Rechte Wörter auch durch Mischung zweier Wörter. Dabei färbt dann die negative Bedeutung des einen Wortes, hier beispielsweise Ratte, auf die Bedeutung des anderen ab. Hier im Beispiel werden Migrant und Ratte beispielsweise eben zu Migratte verschmolzen. Journalist und Halunke werden, ihr ahnt es schon, zum Journalunken. Und Journalistin und Demagoge werden zur oder zum Journagogen. Verfremdet werden Wörter auch dadurch, dass man in sie Pseudo-Interferenzen mit Sprachen von Migrantinnen einbaut, für das Türkische beispielsweise das Ü, um zu unterstellen, dass es sich eben bei den Referenzobjekten nicht mehr um ein deutsches handelt, hier beispielsweise im Fall von Berlin-Kreuzberg. Oft verfremden die Neurechten auch ausgewählte Wörter dadurch, dass sie einzelne Laute oder Grapheme, also Buchstaben und Silben, verändern oder hinzufügen. Ein so kontaminiertes Wort kann dann eben das Referenzobjekt bewerten oder eben eine bestimmte Eigenschaft zuschreiben. Also wir hatten eben gerade Marionetta Slomka, was dann die Gelenktheit der Fernsehjournalistin hervorheben soll. Wir haben aber auch eine Bezeichnung beispielsweise für den US-amerikanischen Präsidenten Barack Obama, das natürlich eine Referenz auf seine vermeintlich nicht US-amerikanische Herkunft ist. Die produktivste Schimpfwortbildung ist aber natürlich die Komposition im Deutschen. Ja? Sowieso Komposition ist die produktivste Wortbildungsmethode. Und also die Zusammensetzung von Wörtern, hier im Beispiel das Wort Asylimport Merkel, das an Angela Merkel eine einzige Eigenschaft relevant setzt, nämlich verantwortlich zu sein für die Aufnahme von Geflüchteten. Nicht immer müssen dabei Bindestriche verwendet werden, wie hier beispielsweise im Fall von Volkstod, Rautenhexe. Mitunter sind die Wortschöpfungen auch so lang, mal sehen, ob ihr es schafft, aber nein, wir brauchen wir nicht, dass sie beinahe satzwertig werden. Wir haben ja beispielsweise Multikulti, heil den Flutlingen, Selbsthass ist unsere Erlösung von dem bösen Nazi-Deutschland. Ich reise um die halbe Welt durch zig sichere Länder, zielgerichtet in das Land mit dem besten Sozialsystem, Flüchtling, Asyl, Betrüger. Das ist jetzt nur ein grober Überblick über die Wortbildungsstrategien bei der Entwicklung eines invektiven rechten Wortschatzes. Interessanter ist natürlich die Frage, welches Weltbild uns eigentlich in den Schimpfwörtern der neuen Rechten begegnet. Und wenn wir Weltbild zunächst einmal geografisch verstehen, dann würde man annehmen, das Weltbild von Nationalisten sieht etwa so aus. Aber in Wahrheit ist es natürlich erheblich differenzierter. Es sieht nämlich ungefähr so aus. In der Welt der neuen Rechten gibt es Trumpland und Putinland und dazwischen liegt Eurabien, dessen Teil Deutschland ist.
Unterhalb der USA liegt das für die deutschen neuen Rechten nicht weiter interessante ganz weit weg ist Tan. Ozeanien fällt mehr oder weniger mit dem wegen seiner strikten Einwanderungspolitik so bezeichneten No Way Australien zusammen. Südlich von Eurabien liegt, und das ist tatsächlich sozusagen von Trump getriggert, Shitholistan. Wenden wir uns Eurabien zu. Eurabien, auch Dimistan genannt, besteht aus der EU-DSSR, auch bekannt als Multikulti-Fiki-Fiki-Europa-Kalifat, dem fordernden Orient, Afrika-Arabistan und Afrika-Arabistan. Shitholistan in der Sicht der neuen Rechten wird grob in parasitäre, primitive und islamistische Regionen eingeteilt, also Faulenzistan, Schmarotzistan, Subkulturistan, Steinzeitistan und so weiter. So werden diese Regionen bezeichnet. Wenden wir uns nun Deutschland zu, das den neuen Rechten ja vermeintlich so am Herzen liegt. Wer hier jedoch Lobeshymnen von glühenden Patrioten erwartet hätte, wird enttäuscht, denn auch dessen Länder werden von den neuen Rechten massiv beschimpft. Schauen wir zum Beispiel nach Hamburg. Hamburg, für die neuen Rechten eigentlich Haramburg oder freie Messerstecherstadt Hamburg, wird auch als Islamburg, Invasorenstadt, deutsches Beirut, Failed State oder Shithole Hamburg bezeichnet. Also Shithole ist ohnehin wahnsinnig produktiv in der Szene. Wenn wir uns NRW anschauen, dann heißt das bei den neuen Rechten eigentlich, entweder Nordrhein wird fallen oder Nordrhein-Arabien. Kommt also nicht viel besser weg, wird auch bezeichnet als Mordrhein, wir zahlen oder Nordrhein-Katastrophalien, NRW-Drecksloch, Neu-Gaza oder NRW-Würk. Das sind häufig benutzte Ausdrücke für NRW. Besonders gerne wird natürlich auch Berlin Ziel von Schimpfwörtern. Wir natürlich also generell als Bundeshauptstadt Berlin-Slam, Gräslin, Shithole, Klauhauptstadt oder Gutmensch-Chilien. Ja. Gehen wir aber einmal weg von der Geografie und wenden uns dem Staat Bundesrepublik zu und fragen uns, welches Bild haben die neuen Rechten eigentlich von diesem staatlich verfassten Deutschland? Und beginnen wir beim Volk, von dem ja bekanntlich alle Macht ausgeht. Und da ist es doch einigermaßen überraschend, dass die neuen Rechten auch das deutsche Volk massiv mit Schimpfwörtern belegen. Besonders produktiv sind hier Tiermetaphern wie Vieh oder Schaf. Aber auch die semantischen Dimensionen des Dummseins oder Blödseins, des Tump-Verschlafenen, begegnen uns hier besonders häufig. Zunächst mal ein überraschender Befund. Wenn wir uns auch sozusagen mal die drei Säulen einer demokratischen Staatsverfassung anschauen und bei der Exekutiven beginnen, dann sehen wir, dass die Regierung natürlich häufig mit der Regierung der DDR gleichgesetzt wird. Es gibt wahnsinnig viele Vergleiche dazu. Beispielsweise wird sie als BRDDR-Junta oder eine Neo-SED-Regierung bezeichnet. Sie wird als Regierung auch kriminalisiert. Das Spektrum der Ausdrücke reicht hier von Ganoven-Regierung bis hin zum Regierungsterror. Gerne wird auch behauptet, die Regierung sei fremdgesteuert. Dann ist etwa von Statthalterregierung oder von einer BRD-Marionettenregierung. Moment. Jetzt, genau. Statthalterregierung oder von einer BRD-Marionettenregierung die Rede. Und schließlich finden sich auch jede Menge einfach schlicht herabwürdigende Ausdrücke wie Regierungsabschaum, Regierungsgesindel oder Regierungsprostituierte. Beim Sprechen über die Legislative werden Abgeordnete häufig als Lobbyabgeordnete oder Abgeordneten-Schädlinge beschimpft, eine klare NS-Ausdrucksweise. Auch benutzen Neurechte gerne Komposita mit Volksverräter oder oder auch Volkszertreter. Das Parlament selbst wird als Volksverräterversammlung, als Abnicker, Abgeordnetenkloake oder als Volkskammer DDR 2 bezeichnet. Und Wahlen sind für die neuen Rechten Wahlgedöns, Volksverarschung oder Wahlurnenkult.
Bei der Judikative sieht es nicht besser aus. Beim Sprechen über die Judikative werden Richter häufig pauschal als parteiisch, etwa als Altparteienrichter oder Antifa-Richter oder als ideologisch, beispielsweise als Gesinnungsrichter oder Gutmenschenrichter dargestellt. Das Bundesverfassungsgericht wird als Bundesvolksverrätergericht und Verfassungsabwicklungsgericht herabgewürdigt. Die Justiz allgemein als Kuscheljustiz, auch Butterweichjustiz, Bärchenwerfjustiz verunglimpft und auch wird ihr nachgesagt, pauschal Migrantinnen und Migranten zu bevorzugen, beispielsweise als Multikulti-Kuschel-den-Neubürger-Justiz. Wir sehen also, dass keine der Säulen unserer Demokratie ungeschoren davonkommt. Auch auf dem Feld der Mathematik verdanken wir den neuen Rechten faszinierende neue Einsichten. Wir haben beispielsweise, werden Formeln dazu eingesetzt, die gegenwärtige Situation in Deutschland in die Nähe von Faschismus und Totalitarismus zu rücken, also hier aus dem Jahr 2017. Wir haben aber auch so pseudomathematische Formeln, die dazu dienen, Stereotypen in prägnante Form zu bringen. Ja? Auch hier sowas wie Mann minus Pass ist gleich Syrer oder Mann plus Messer ist gleich Migrationsvordergrund. Oder Bund plus Toleranz plus Vielfalt. Wir hätten gesagt, das ist 36C3, aber für die neuen Rechten ist das ein gefährlicher Ort. Ja, wir haben noch mehr Beispiele. Oder hier Merkel plus Umvolkung ist gleich Rassismus plus Genozid. Ich habe mal versucht, das umzustellen, die Gleichung. Dann käme dann sowas raus wie Merkel ist gleich Rassismus plus Genozid minus Umvolkung. Irgendwas stimmt da nicht. Also mathematisch ist da noch Luft nach oben, würde ich sagen. Thema Gesundheit und Krankheit ist noch wichtig, und zwar deshalb, weil die neuen Rechten sich natürlich zweierlei Topoi bedienen, wenn es darum geht zu begründen, warum politisch andersdenkende Menschen sich ihrer Meinung partout nicht anschließen wollen. Denn entweder sind sie in den Augen der neuen Rechten einer Religion verfallen, etwa beten sie das höchste Flüchtlandenwesen an oder huldigen dem Klimakult, oder sie sind eben krank. Man findet mehrere hundert Bezeichnungen für neuartige Krankheitsbilder, die sich in 5 Hauptgruppen klassifizieren lassen, nämlich psychische und Verhaltensstörungen, infektiöse und parasitäre Krankheiten, Krankheiten des Verdauungssystems, Krankheiten der Haut und der Unterhaut und Neubildungen. Es gibt noch eine Gruppe der nicht klassifizierten abnormen klinischen Symptome, die haben nicht auf die Folie gepasst, das waren so viele. Wenn wir einen kurzen Blick in die psychischen und Verhaltensstörungen werfen, also ich will das jetzt nicht en Detail alles durchgehen, natürlich ist klar, finden wir einfach eine ganze Reihe, vor allem neuartiger Manien und Neurosen, beispielsweise die Weltrettungsegomanie, die Gendersprachzwangsneurose oder die Schuldneurose. Im Fall der Neubildungen, und da ist die Analogie zur NS-Sprache so greifbar und klar, ist beispielsweise vom Invasorenkrebs, von Islammetastasen oder von Multikulti-Krebsgeschwüren die Rede. Die letzten Beispiele zeigen schon, dass der Schimpfwortschatz seine invektive Kraft aus einfachen, binären Grundunterscheidungen bezieht, die sich in den Polen gut und schlecht zuordnen lassen, eben beispielsweise krank versus gesund, religiös verblendet versus vernünftig. Es kann durchaus sein, dass ein Schimpfwort also aber auch auf mehrere dieser Grundunterscheidungen Bezug nimmt. Nehmen wir das Wort Gutmenschenwahn. Ne? Da haben wir beispielsweise einerseits moralisch versus unmoralisch Gutmensch, also das Gut, und andererseits den Wahn, was auf krank referiert. Und wenn man sich so anschaut, beispielsweise haben wir Deppenvolk, was offensichtlich natürlich auf Dummheit zielt. Klatschvieh ist Tier und irrational. Subkulturalismus ist fremd und primitiv. Krankfurt referiert auf krank. Linksversifft auf schmutzig, sauber, zumindest heute links durchseucht als krank. Prästituierte weiblich, unmoralisch falsch. Migrassor kriminell, fremd und so weiter. Wenn man eine größere Menge von diesen Ausdrücken durchschaut, dann ergibt sich eben so eine Art Kräftefeld von Grundunterscheidungen, wie eben krank versus gesund, schmutzig versus sauber, irrational, religiös versus vernünftig, extrem versus normal, verweichlicht versus hart, weiblich versus männlich, also ich nenne die negativen Dinge für die neuen Rechten immer zuerst, ihr merkt es schon, falsch versus wahr, unmoralisch versus tugendhaft, Verfall, Gefährdung, Abschaffung versus Erhalt, Verbrechen versus Gesetzestreue, fremd versus deutsch, linksextremistisch versus bürgerlich, Elite versus einfaches Volk, tierisch versus menschlich, bunt versus einheitlich, ordentlich.
kommen wir zu einer Art Fazit. Und zwar, während wir hier durch das Universum von rund 2000 Schimpfwörtern über Deutschland fliegen. Das ist ein bisschen langsam, aber das ist wohl der Auflösung geschuldet. Die neuen Rechten behaupten zwar, Patrioten zu sein, aber es ist ziemlich, glaube ich, offensichtlich geworden, dass sie das Land, in dem sie leben, eigentlich verachten. Und nicht nur das Land und sein Volk und seine Leute, sondern auch seine demokratischen Institutionen. Ja, dabei konnte ich in den vergangenen jetzt fast 30 Minuten nur die Spitze des Eisbergs natürlich zeigen. Es sind also viel mehr. Ich habe also weit mehr als 25.000 Schimpfwörter bis jetzt sozusagen identifiziert. Und eigentlich ist also es ist bodenlos. Soziale Bewegungen haben eigentlich bislang immer Spuren in der Sprachgeschichte hinterlassen. Die 68er-Bewegung beispielsweise ist für ihren Politjargon berühmt. Die Sponti-Bewegung, ich gehe kaputt, gehst du mit, ihr kennt das, ist mit ihren Sponti-Sprüchen ins kollektive Gedächtnis eingegangen. Die Frauenbewegung hat die Frage der sprachlichen Gleichberechtigung auf die Agenda gesetzt. Ich denke, dass die neuen Rechten als Gemeinschaft der Schmäher und Hater in die Sprachgeschichte eingehen werden. Welche Funktion hat nun zusammenfassend der Schimpfwortgebrauch für die neuen Rechten? Nun, einerseits hat es eine Funktion nach innen, eine nach innen gerichtete Funktion, denn die Ablehnung von allem und jedem ist eigentlich der kleinste gemeinsame Nenner für eine doch ansonsten ideologisch recht heterogene Diskursgemeinschaft. Ja. Es gibt in rechten Foren sogar regelrechte Überbietungswettbewerbe im Finden eines immer radikaleren Beleidigungsjargons. Also man könnte sagen, dass eigentlich im Beleidigen sich die neue Rechte formiert und überhaupt erst als Gemeinschaft findet. Andererseits muss beleidigendes und herabsetzendes Sprechen auch im Kontext natürlich der Aufmerksamkeitsökonomie gesehen werden, in der Empörung und Skandalisierung durch andere willkommene Verstärker im Resonanzkalkül der neuen Rechten sind. Ich hoffe, dass wir durch den analytischen Blick diesem Resonanzkalkül was entgegenhalten können. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Dankeschön, Josh, für diese sehr kurzweilige Aufarbeitung der doch erstaunlich umfassenden Kreativität der rechten politischen Gesinnung. Wir haben noch ein paar Minuten für Fragen und Antworten. Wenn jemand eine Frage stellen möchte, wie üblich, an den Saalmikrofon anstellen. Und der Signal Angel könnte mit der ersten Frage aus dem Internet beginnen. Ja, wie bezeichnet die Rechte denn uns Hacker hier? Also Dreckshacker? Ich müsste da mal kurz nachgucken. Es gibt nicht so wahnsinnig viele, weil doch ein gewisser Respekt besteht. Also ein gewisser. Aber Moment, können wir mal kurz schauen, was wir da finden. Moment, es dauert leider einen Augenblick. Ja. Ja, ich finde vor allem witzigerweise jetzt natürlich, also gar nicht so witzig, Kopfabhacker, wenn ich nach Hacker suche. Dafür gibt es ganz furchtbar viele, da seid ihr aber, glaube ich, nicht gemeint, sondern sind eher die Sachen, die ich vorher am Anfang genannt habe, dass wir halt versifft sind und inzwischen auch natürlich staatstragend. Mikrofon 2, bitte. Ja, mich interessiert auf jeden Fall, ob es Überschneidungen zum linken Spektrum gibt und welches die Wörter, sind. Und das Zweite wäre, was finden die denn gut? Also gibt es irgendwas, was sie so logisch finden? Ja, das ist eine gute Frage. Also die erste Frage kann ich leider nicht beantworten, weil also ich glaube tatsächlich, dass natürlich auch also sozusagen Herabwürdigung von Mächtigen ist schon immer sozusagen eine Strategie der Subalternen gewesen und der Machtlosen. Insofern glaube ich, dass sich das natürlich tatsächlich in allen politischen Lagern findet. Aber ich glaube eben nicht in der Dichte, in der Massivheit wie bei den Rechten. Also ich glaube tatsächlich, das ist in einer Weise häufig, in einer Weise frequent, in einer Weise bestimmt für den politischen Stil und Kommunikationsstil, der nicht vergleichbar ist mit wie es von den Linken praktiziert wird. Die zweite Frage habe ich, die war zwar gut, aber ich habe sie vergessen. Was finden Sie denn gut? Also ich bei den Feldern, die ich untersucht habe, ich habe natürlich vor allem nach Schimpfwörtern geschaut, ist mir nichts aufgefallen, was Sie gut finden. Ja, außer der AfD natürlich, ja.
Dankeschön. Danke. Mikrofon Nummer 6 da hinten, bitte. Du hast eben gemeint, dass Sie alles und jeden beleidigen. Beleidigen Sie auch sich selbst, also die Rechten? Ja, also es wäre tatsächlich eine Fiktion, davon auszugehen, dass das ein homogenes Lager wäre, das sich sozusagen gegenseitig nur stützt. Natürlich gibt es die Radikaleren und die weniger Radikalen und es gibt dort ganz massive Auseinandersetzungen auch untereinander. Insofern, ja, klar, gibt's. Ja. Mikrofon 8. Ich habe eine Frage bezüglich, wie du deine Quellen ausgewählt hast. Du hast ja gewisse Blogs eingefügt, wenn nicht. Was waren da deine Kriterien? War das rein Praktikabilität? Und die zweite Frage ist, wie groß war dein Korpus? Und die dritte Frage ist, hast du es irgendwie mit einem Korpus bestehend aus Texten aus Mainstream-Medien abgeglichen? Kann man da irgendwas Relevantes sagen? Ja, du bist offenbar zu spät gekommen. Also ich habe, wie gesagt, eine Hitparade der APO-Blogs, die von Rechten zusammengestellt wurde, aus dem Jahr 2017 genommen und habe das noch ergänzt mit anderen Blogs. Also ich habe versucht, die Innenperspektive mit zu berücksichtigen. Das Korpus ist 220 Millionen Wörter groß und ich habe es verglichen mit Spiegel Online, Zeit Online und zwei großen Diskussionsforen. Mikrofon 1. Ich weiß nicht, ob die Frage jetzt schon beantwortet wurde. Hast du rausgefunden, wie sie Dinge positiv im Allgemeinen beschreiben? Also es wirkt jetzt einfach so, als würde jedes Wort, das man so benutzt, um positive Dinge zu sagen, zur Abwertung benutzt werden. Da kann man dann ja auch gar nicht mehr gut drauf sein. Gibt es irgendwas, was noch positiv konnotiert ist? Ja, ich glaube, das ist der Modus, die Praktik, die die Leute, die dazu führt, dass sich die Leute gut fühlen. Das ist das einzige Ventil zum Gutfühlen ist eben das gemeinsame Schimpfen. Ja, weil ich glaube wirklich, wenn man in die Kommentarspalten schaut, aber auch in die Texte, die publiziert werden, dann ist es tatsächlich so, dass die Leute sich in diesem Deutschland nicht wohlfühlen. Sie fühlen sich nicht gut hier, sie wollen das weghaben. Und da bleibt nicht viel als gemeinsam zu schimpfen. Und aber das tun sie eben lustvoll und wie du auch richtig gesagt hast, mit sehr viel Kreativität. Man würde sich natürlich wünschen, dass sie diese Kreativität und diese Energie in andere Dinge investieren würden, aber es ist nun mal da und auch für uns dann ein interessantes Studienobjekt. Hat das Internet noch eine Frage? Tatsächlich nur einige. Erstmal, findet man diese Sprache jetzt nur innerhalb des Netzes oder weißt du, ob die tatsächlich auch unter sich jetzt persönlich verwenden? Ja, ich war ja in Dresden in der Zeit, als das so richtig losging. Und das findet man natürlich auch auf der Straße. Das findet man in Restaurants, in Kneipen. Das findet man überall. Ja, aber es ist natürlich nicht so gut maschinell auswertbar. Das Zweite ist... Mikrofon 1. Hat das einen Effekt, wenn man versucht, gegenzuhalten in solchen Kommentarspalten? Oder ist es besser, einfach... ja, wegzubleiben, die unter sich zu lassen. Also kann man dazu was sagen? Ja, also ich habe dazu keine Studien gemacht oder sowas, aber ich, wie gesagt, ich bin eben überzeugt, dass es da natürlich, also dass das auch eine Provokationsstrategie ist, die auf Resonanz baut und diese Provokationsstrategie oder diese Resonanz muss man den Leuten nehmen. Da bin ich absolut überzeugt. Deswegen glaube ich, dass Personalisierung und Skandalisierung uns da nicht weiterbringen, sondern Ignoranz und Blocken. Dann vielleicht noch eine weitere Frage aus dem Internet. Tatsächlich noch eine eher pessimistische. Wie behält man denn jetzt bei solchen Abgründen auf der rechten Seite noch die Hoffnung am Ende? Ja. Also ich finde, ich muss sagen, mir hat das, ich war hoffnungsloser, bevor ich die Analyse gemacht habe. Ich finde eigentlich, dass ich eben gerade, also sozusagen, wenn man sich eben nicht am Einzelfall aufhält, sondern wenn man das mal zusammenstellt und sich versucht, das zu ordnen und sich dieses Weltbild mal klar zu machen, das entlastet natürlich irgendwie schon erstmal, weil irgendwie es ist, glaube ich, eben keine echte Bedrohung. Es steckt kein Programm in dem Sinne dahinter, sondern es ist sozusagen vor allem erstmal Unmut. Gleichzeitig, was man aber auch beobachten kann und was auch mich pessimistisch macht, ist natürlich, dass die Akzeptanz von Gewalt in den Foren immer stärker und immer größer wird, dass sie entschuldigt wird als erwartbare, natürliche Reaktion auf vermeintliche Übergriffe,
etc. Und das schlägt sich eigentlich nicht in Wortbildung nieder, aber in Argumentationsmustern und so weiter. Und das macht mir dann in der Tat auch Sorgen, ja. Gut, danke schön für diese vielen Einblicke und Antworten. An dieser Stelle möchte ich den Talk schließen. Unsere Zeit ist um. Und ich würde sagen, wir verabschieden Josh mit einem großen, dicken Applaus für diese wundervolle Vorstellung.